Gut, durch das Einstecken des Ladegeräts hat sich die Kamera mal schnell ganz abgeschalten. Jo, das war jetzt nochmal zum Zeigen. Also in meinen Augen ein schönes Modell. Wollte ich schon immer mal haben. Bloß zu DDR-Zeiten hatte ich so nicht so die richtige, ja, wie soll ich sagen, nicht so richtig flüssiges Bargeld, ne? Und diesen werde ich dann bei Gelegenheit noch einfach noch ein bisschen aufwerten. So Stützen wieder rumgeklappt, Gewicht reingeschoben. Also ich meine, für Ostzeiten, das Ding ist ja auch nun mal nicht mehr so jung, dieser Bausatz. Ist eine schöne Beschriftung dran. Hier ist auch schön beschriftet. Guckt euch das mal an. Vielleicht nicht die ganz genau passende Größe der Schrift. Was ist das da nochmal? Fokus, zack. Meisterei. Halle Süd, nee. Soll das heißen? Halle könnte Halle heißen. So, was heißt das da oben? Kreis. Nicht ablaufen lassen. Das bezieht sich immer auf diesen sogenannten Ablaufberg, falls das irgendein Laie nicht weiß. Dann ganz langsam drüber weggeschoben, über den sogenannten Eselsrücken. Oder. Oben wurden die Wagen einzeln abgekoppelt vom Güterzug und rollten dann in eine sogenannte Gleisharfe. Und dort wurden dann neue Züge zusammengestellt. Also die Wagen liefen da automatisch herunter durch die Neigung des Hügels. So muss man sich das vorstellen. Das meinen die immer mit Ablaufberg. So, was ist da noch für eine Beschriftung? Auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Das da oben kann ich nicht richtig lesen. Schön, aber jedenfalls ist das eine feine Sache. Mir gefällt der Wagen. Gut, hier ist die obligatorische Kurbel dran. Ob das Original auch mit Kurbel funktioniert hat? Warum hakelt jetzt so die Kamera? Wieb? Weiß ich nicht. Jedenfalls kann man die wirklich betätigen. Die ist funktionstüchtig. No, ist doch eine schöne Sache. No, der Zug zusammengestellt. Der Gleisbauzug sozusagen. No, das war das. So. Als nächstes gab es noch eine kleine eBay-Eroberung. Mag für viele nicht so interessant sein, aber ich stelle es trotzdem vor. Mir egal. So. Ich würde sagen, das war von Lima das Modell. Na gut, schauen wir mal. Okay. So, Vorbereitung ist alles. Ein bisschen zurecht dekorieren. So. Wir sind zu dicht dran. Also, mein Dampfkran, was heißt das? Hier oben, das ist der Schlot vom Dampfkessel. Damit wurde dieser Kran angetrieben. Ja, das ist mag ein bisschen. Das mag ein bisschen überholt sein, wurde aber bei Krähen seltsamerweise benutzt. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Bahn ja nun keinen Mangel an Kohle hatte damals. Das war ja viel einfacher vorhanden als wie Dieselkraftstoff oder Schweröl oder sonst irgendwas. So, dann sieht man, dass das Ding mit Ketten läuft oder betrieben wurde. Das war wohl bloß in der Anfangszeit der Bahn. So, ansonsten wurden Stahltrossen verwendet. Also das habe ich jedenfalls mal irgendwo gelesen. So, jetzt kann man hier schön diese, wie sagt man jetzt nochmal, Stützen ausklappen. Hier, zack, einfach rumgeschwenkt, vier Stück auf vier Seiten. Damit hat dann der Kran Stabilität gewonnen und konnte schwere Lasten heben. Und nicht umkippen. Ich kann es jetzt noch nicht so richtig vorführen, weil wo ist die Kurbel? Hier. Ja, die Kurbel ist einfach bloß so ein kleines Rädchen. Ich habe es erst gar nicht für voll genommen. Also solch einen Handbetriebenen hatte ich früher nie. Ich zeige das mal. Hier hinten ist ein kleines Hups. Ein Vierkant hinten drauf, der in dafür vorgesehene Löcher passt. Hier drüben auf der Seite. Also kann man auch noch beeinflussen, ob man diese Stöpsel sieht oder nicht. Ups,
durch die Kamera durchgucken und das Ding reinfummeln. So, probieren wir einfach mal aus. Den Vierkant reingesteckt, zack. Und dann sollte sich das Ding betätigen lassen. Was passiert? Aha, der Kranarm hebt sich natürlich. So, no. Hier oben ist ein bisschen was verfitzt. Aha, das ist nicht so das Wahre hier. Da ist bestimmt die Kette verfutzelt. Die muss demzufolge eigentlich woanders lang laufen. Die kommt sich ja hier ins Gehege. Hier sieht man es hier oben. Ne? Also das ist manchmal so bei eBay. Das muss ich nochmal nachbessern. Da werde ich wohl den Haken rausfummeln und die Kette direkt über diese Welle laufen lassen. Also das war schon vom Vorgänger so. Das hier vorne ist der sogenannte Hilfshaken. Der ist fest eingebaut. Falls mal irgendwas mit der Kette nicht hinhaut, konnte über direktes Heben des Kranarms trotzdem noch eine Last bewegt werden. Also ich sag mal auch so, ein schönes Modell. Zack. Hier. Die Stützen wieder nach hinten geschwenkt. Wir halten es nochmal in die Kamera. Fokus geht. Hier. Kranwagen. Das ist natürlich DB. Ich bin sonst eher so Reichsbahn. DDR-Epoche 3 bis 4, sage ich mal so. Also, ist doch eine schöne Sache, oder? Der wird aber eigentlich noch farblich überarbeitet. Das hier glänzt alles nach Plaste. Man kann solche Drehgestell Wangen natürlich auch ganz easy mit Schwarz lackieren. Die kleine Airbrush-Pistole oder auch mit Pinsel geht das auch. Bisschen entfetten. Wenn man sich ein bisschen vorsieht beim Anfassen, hält das auch. Das habe ich jedenfalls nochmal vor. Ich färbe auch sehr gerne nochmal die Räder schwarz. Ich sag mal so, durch die Nutzung, das Gerät nimmt ja keinen Strom auf. Natürlich verteilt es dann ein bisschen die Farbe auf dem Gleis, aber meine Anlage ist überschaubar. Ich wische mal kurz über das Gleis, alles ist gut. Und die Lauffläche des Rades fährt sich alleine wieder blank. Aber ich finde es eben schöner, wenn das Rad natürlicher und unauffälliger aussieht. So, dann sehe ich gerade, schwenkt das Drehgestell, schwenken natürlich die Stützen nach außen. Na, ob das so das Wahre ist? Die müssten doch dann wieder zurückschnipsen nach der Kurvenfahrt. Na, ich weiß nicht. So eine engen Radien habe ich aber auch gar nicht bei meiner Anlage. Ich habe eine Modulanlage im Bau. Die wird einfach bloß an der Wand entlang geführt und, naja, ich versuche da sehr große Radien einzubauen. Wobei aber Kurvenelemente noch nicht gebaut wurden. Ich habe bisher nur zwei einigermaßen fertige Modulkästen, die ich auch schon in Videos vorgestellt habe. Einfach mal suchen bei den Videos. Zweitens mal ein Rohbaukasten, der jetzt nagelneu fertig ist. Diesmal habe ich einen vor dem Bekleben etc. Komplett vorher braun gestrichen. Das ist einfach besser. Bloß damals hatte ich Zeitnot. Da habe ich das dann nicht getan. Kurzes Fazit nochmal. Ich finde diesen Wagen sehr schön. Jetzt juckt es mich eigentlich, da eine Beleuchtung einzubauen. Ob das technisch machbar ist? Müsste sich doch machen lassen. Ja. Das ist ein Klarsichtteil, die Fenster. Also das könnte mich jetzt noch mal reizen. Ich tue ja gerne die Wagen ein bisschen umbauen oder tunen, Beleuchtung einbauen. Also Packwagen können auch beleuchtet sein. Und das ist doch heutzutage mit LED-Technik überhaupt kein Hit mehr. Jo, wenn man sich das mal so anschaut, ist doch ein wunderschönes Modell. Dazu muss ich sagen, dass ich auch noch einen der letzten Rocco Digitalkräne erbeutet habe für einen schmalen Taler. Das ist natürlich Oberklasse. Also wenn ich da jetzt nochmal an meinen Fundus rankomme, wo sich der befindet, dann stelle ich den nochmal vor. Das ist wirklich ein wunderschönes Modell. Und in dem, für den Preis kriegt man heutzutage nicht mehr meine schöne Lok. Dampflok, sage ich jetzt mal. Und hat viel mehr Spielspaß. Dreht sich,
Kranarm senkt sich automatisch hoch und runter. Das ist schon eine feine Sache. So, ich stelle jetzt mal wieder nach unten. Zack, dann passt es wieder in die Verpackung. Ja. Dazu war auch noch dieses Teilchen, was dann auf den passenden Begleitgüterwagen, auf den Flachwagen gestellt wird, wo dann der Kranarm drauf ruht. No? Und das Ganze sollte sich dann eigentlich per Kurvenfahrt schwenken. Das kommt mir ein bisschen schwergängig vor. Ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht. Der Flachwagen darf bestimmt nicht zu leicht sein. Ja. Also ich finde, das ist doch ein feines Modell. Oh, wir sind schon weit über die 10 Minuten drüber. Sollte das eines Tages mal funktionieren, kann ich hier zigmal Werbung reinballern. Kleiner Scherz. So, Freunde. Das war's eigentlich jetzt. Aha, der Stöpsel hier oben muss in jedem Fall abgebaut werden. Demzufolge fehlt er bestimmt schon bei vielen Modellen. Zack, da rein. Ja, aber ist doch schön, wenn diese Funktion nicht bloß angedeutet ist, sondern auch wirklich funktioniert. So, irgendwas klemmt trotzdem noch. Ich weiß nicht was. Hier, ach so, der Haken hängt hier drunter. Zack. Aber trotzdem geht jetzt die Schachtel nicht ganz zu. Aha, sie klemmt einfach nur ein bisschen. So, geschlossen, staubgeschützt, aufbewahrt. Hier noch original Lilliput dran, Normräder. Ob das hier irgendwas mit dem Preis zu tun hat, wäre eine seltsame Summe, ne? Ja, aber wirklich ein feines Teil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschließenden nochmal, auch unsere Modellbaufreunde können ja vielleicht am Gewinnspiel teilnehmen. Gibt es für alle Abonnenten. Der ist noch neu, wie man hier sieht. Ne? 25 Euro. Der wird unter allen Abonnenten verlost. Mal in die Videobeschreibung reinschauen. Es gibt extra ein Video zum Gewinnspiel. Hat eine relativ lange Laufzeit, 4 Monate. Aber dann wird das Ding verlost. Wollte ich bloß nochmal gezeigt haben. Ne? Auch für die Teilnehmer unserer Modellbauvideos. Dazu soll noch mehr kommen. Zurzeit komme ich bloß nicht so richtig an den Fundus ran, wo das ist alles eingelagert. Und ja. Die andere Plastikmodellbausparte soll auch in diesem Videoformat bedient werden. Ich habe eigentlich eine riesengroße Sammlung von so Flugzeugmodelle, militärisch 1:72 und auch noch ziemlich viele Panzermodelle in 1:35 und wollte die bei Gelegenheit auch nochmal reviewen. Ist ja eigentlich auch Modellbau und passt vielleicht ganz gut hier rein. Das soll jedenfalls nochmal kommen demnächst. So, wieder einigermaßen ordentlich verpackt alles. Dann sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Video. Vielleicht geht es dann weiter mit dem Modulkasten. Gleise sind auch vorhanden. Aber so richtig ist eben noch nicht raus, wie es weitergeht. Tschüss, Freunde.